Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Schnuppervorlesung. Mein Name ist Andreas Fuhrmann. Ich bin für das Marketing von Infraserfys verantwortlich. Wir in der Infraserfys-Gruppe, also auch Provades und die Provades-Hochschule, verstehen es als unseren Auftrag, Element des Erfolgs für unsere Partner in der Industrie zu sein. Aus diesem Grunde haben wir Hochschulangebote für Sie entwickelt, die wir Ihnen im Rahmen unserer Schnuppervorlesungen vorstellen möchten. Wir wenden uns damit an die Industrie, nicht nur im Industriepark Höß, sondern weit darüber hinaus, und ebenso aber auch an alle Studieninteressierten. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu der Schnuppervorlesung Qualitätssicherung in der Biotechnologie. Und wir sind ja gerade in Zeiten, wo viele geimpft werden, wo neue Impfstoffe auf den Markt kommen. Und ich habe neulich in einem Blog die Frage gesehen, warum hält sich der Impfstoff auf einmal im Kühlschrank? Und das ist so ein bisschen die Leitidee von meinem Vortrag. Wir reden heute über molekulare und Qualitätsaspekte der sogenannten Stabilitätslagerung von Arzneistoffen. Ja, erstmal, was ist überhaupt Qualität? Qualität ist tatsächlich eine Eigenschaft, die für die Anwendung, für die ich sie nehmen möchte, geeignet ist. Das heißt, erstmal muss ich herausfinden, was habe ich überhaupt für Anforderungen. In dem Fall von einem Arzneimittel ist das von öffentlichem Interesse, das heißt, es gibt Gesetze. Ich muss gucken, wie ist die Gesetzeslage. In anderen Branchen sind es Normen, die Anforderungen festlegen, oder ich habe vielleicht spezielle Kundenwünsche, die ich erfüllen möchte. Das heißt, erstmal muss ich mir einen Rahmen setzen. Dann habe ich ja ein Produkt, das spezielle Eigenschaften hat. Das heißt, ich bin als Hersteller verantwortlich, diese Eigenschaften zu definieren, diese Eigenschaften festzulegen. Natürlich in dem Rahmen, was meine externen Anforderungen betrifft. Und ich muss natürlich auch die Anwendung berücksichtigen. Wie möchte ich das an den Kunden oder an den Patienten bringen? Und wenn ich mir jetzt überlegt habe, welche Eigenschaft soll mein Produkt haben, um diese Eigenschaften zu erreichen, dann bin ich als Hersteller natürlich verpflichtet, diese Qualität in der Herstellung dauerhaft zu produzieren. Das heißt, dass jede Charge diese Eigenschaft hat. Aber, und das ist ja auch das Thema dieser Vorlesung auch, dass wenn diese Packung eine Weile liegt in der Apotheke oder wo auch immer, dass diese Produktqualität weiterhin eine ist, die ich sozusagen verantworten kann, die im Rahmen meiner Qualitätsvorstellung ist. Das heißt, ich muss die Qualität sozusagen von der Herstellung bis zum Anwender garantieren. Jetzt reden wir hier über eine ganz neue Gruppe von Wirkstoffen. Die RNA ist ein evolutionär total altes Molekül. Forscher arbeiten schon lange mit RNA. Aber RNA als Wirkstoff, RNA in einem Arzneimittel, ist komplett neu. Und wenn ich so etwas auf den Markt bringen möchte, muss ich mich mit ganz vielen Gesetzgebern darüber unterhalten, ob sie das für ihre Bevölkerung zulassen. Und ich müsste mich mit Brasilien, Mexiko, Kanada und USA unterhalten. Prinzip mit jedem Land. In Europa ist es ein bisschen einfacher. Die europäischen Länder haben eine gemeinsame Behörde. Und das ist natürlich relativ aufwendig. Es gibt diverse Harmonisierungsansätze. Die International Convention of Harmonization bringt immer mehr Länder unter ihr Dach, dass sie sozusagen gemeinsame Standards praktisch sich über gemeinsame Standards einigen können. Ja, wir reden hier über Arzneimittel, da gibt es Gesetze und Guidelines. Wir könnten aber auch über ein Produkt reden, das über Normen geregelt wird, wo die Anforderungen über Normen beschrieben werden. Und wenn ich ein komplett neues Produkt habe, wie so ein RNA-Impfstoff, dann könnten sich drei oder vier Hersteller zusammentun und eine sogenannte DIN-Spec auf den Markt bringen, um einen Standard zu setzen, wie alle anderen Hersteller so etwas zu machen haben. Ja, wir reden also hier über RNA. RNA ist nicht direkt die Erbinformation. Das sind nicht unsere Gene, sondern das ist sozusagen die Arbeitskopie. Was mache ich sozusagen heute mal für Proteine? Und diese mRNA ist ein Molekül, das sehr, sehr instabil ist. Und das andere Problem, was tatsächlich jetzt erst im Zuge dieser Forschung gelöst wurde, wie kriege ich diese Arbeitskopie in die Zellen rein? Das heißt tatsächlich, das Innovativste an dem Wirkstoff
ist, wie verpacke ich den Wirkstoff, diese RNA so, dass die Zellen das aufnehmen, dass in den Zellen dann die Proteine hergestellt werden. Und diese RNA-Technologie funktioniert nicht nur für Impfstoffe, es sind auch andere Medikamente in der Entwicklung, zum Beispiel im onkologischen Bereich, die diese Technologie nutzen werden. So, jetzt gehen wir mal sozusagen in das Innere dieses Wirkstoffes. Außen sozusagen eine Hülle, die hilft, das in die Zelle reinzubringen, innen diese Botschaft, wie mache ich denn das Antigen, um mein Immunsystem zu trainieren. Das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt dieses RNA-Moleküls. Sie sehen eine Buchstabenfolge, R und P steht für Ribose und Phosphat. Die anderen Buchstaben A, C, G und U stehen für tatsächlich Basen. Und die Basen, so wie das hier schon aussieht, sind tatsächlich Informationen, Buchstaben unseres genetischen Alphabetes. Und so ein aus drei Buchstaben bestehende Informationen würde dann vom Körper in eine Aminosäure übersetzt, die sie an die Proteinkette für das Spike-Protein anhängt. Jetzt ist dieses lange Molekül, mehrere tausend Basen, ist tatsächlich chemisch total empfindlich. Die Evolution hat nicht zu Unrecht für uns, für unsere Erbsubstanz, dieses Molekül verworfen und ein stabileres Molekül, die DNA, verwendet. Dieses Molekül ist also total unstabil. Das geht kaputt, wenn ich das nass mache, wenn ich Säuren drauf mache, wenn ich Laugen drauf mache. Die meisten Organismen haben Enzyme entwickelt, fremde RNA zu zerstören. Dass fremde RNA gefährlich ist, wie wir das jetzt an den Viren sehen, das wusste die Evolution schon lange. Also RNA wird tatsächlich in der Umwelt sehr, sehr schnell zersetzt und abgebaut. Das ist jetzt unser Problem. Wir haben ein langes lineares Molekül, das tatsächlich lang bleiben soll, das komplett bleiben muss, damit unser Körper das Spike-Protein machen kann. Und das geht halt sehr schnell kaputt. Ja, über wie kaputt reden wir? Wenn Sie ein Ibuprofen oder ein Aspirin nehmen, dann kaufen Sie die Tablette, die hält sich 3 bis 5 Jahre und Sie haben über 99% Reinheit in Ihrem chemischen Wirkstoff. Wenn Sie ein Proteinarzneimittel kaufen, Insulin kennen vielleicht einige von Ihnen, dann sind Sie immer noch bei weit über 90% Reinheit. Wie ist denn das bei RNA? Das geht tatsächlich kaputt und auch die Herstellung bereitet ein paar Probleme, das in der kompletten Länge herzustellen. Und wir reden hier tatsächlich über eine Qualitätsanforderung, die 70 bis 75% ist. Das heißt, wir reden hier tatsächlich von einem Wirkstoff, der sehr, sehr viele Nebenprodukte haben könnte. Jetzt sagen Sie sich, ja, bisher habe ich ja in der Apotheke immer Wirkstoffe gekauft mit 100%. Jetzt kriege ich nur 70%. Ist es denn sicher? Ja, natürlich. Der Hersteller hat die Verantwortung nachzuweisen, dass das, was er Ihnen verkauft, diese Qualität, die er auf den Markt bringt, dass die sicher ist. Und die Wirksamkeit muss auch gewährleistet sein. Die Wirksamkeit und die Sicherheit wird in klinischen Studien nachgewiesen. Das heißt, die Menschen, die bereit sind, sehr früh diesen Wirkstoff zu testen, werden sehr gut überwacht und man kriegt ein sehr gutes Bild, welche Nebenwirkungen sie haben. Sie haben wahrscheinlich alle schon festgestellt, bei der zweiten Impfung kriegen relativ viele Leute Fieber. Aber wenn Sie dran denken, im Gegenzug, dass Sie tatsächlich eine 2-wöchige Erkrankung haben mit noch sehr viel höherem Fieber, ist das im Vergleich zu der Alternative ein sehr sicherer Wirkstoff. Toxikologisch ist es auch nicht gefährlich. Man kennt das Molekül schon sehr lange. Man weiß, dass das toxikologisch unbedenklich ist. Wenn das Molekül komplett neu wäre, müsste man aber auch das nachweisen. Ja, jetzt habe ich gesagt, so ist es, so mache ich es. Ich weiß, dass ich das verkaufen kann, weil es sicher ist, ungefährlich für den Patienten. Dann muss ich diese Eigenschaften sozusagen in Worte gießen, in Anforderungen gießen und das heißt in diesem Fall Spezifikationen. Das heißt, ich muss eine Frage stellen, meine Reinheit soll 70% sein. Ich muss überlegen, wie weise ich das nach, diese RNA-Integrity oder diese Reinheit. Da wäre jetzt eine Technik, die auch in der Literatur genannt wird, Kapillarelektrophorese. Und dann müsste ich meine Anforderungen festlegen, zum Beispiel über 70%. Und das muss ich dann tatsächlich erfüllen, sowohl wenn es vom Band läuft, als auch am Ende einer Lagerzeit.
Ja, wie könnte so eine Analysenmethode aussehen? Ich würde jetzt eine größenanzeigende Analysenmethode haben. Das ist jetzt praktisch frei gezeichnet. Aber ich hätte jetzt eine, wenn das vom Band läuft, hätte ich eine relativ homogene Verteilung der Größe, also nur komplett lange Moleküle. Und wenn das zerfällt, chemisch zerfällt, würde ich im Laufe der Zeit immer mehr Fragmente bekommen. Das heißt, die mögliche Fragmentierung nach Lagerung würde in so einer größenanzeigenden Methode dieses rote Bild ergeben. Gut, jetzt habe ich mir überlegt, was sind meine Anforderungen, was könnte denn passieren, was muss ich denn in so einer Stabilitätslagerung nachweisen, was sind die Ziele dieser Lagerung. Die Fragestellung ist, wie lange kann ich das anwenden? Dann, wenn ich das jetzt 3 Monate die Haltbarkeit verspreche, was ist denn nach 3 Monaten damit passiert? Welche Änderungen haben sich ergeben? Was muss ich auf die Packung draufschreiben? Wie muss ich es lagern? Hier in dem Fall hieß es ja anfangs minus 80 Grad, mittlerweile minus 20 Grad. Und diese Lagerhinweise müssen praktisch bekannt sein. Die stehen auch auf der Packung drauf. Ja, was muss ich alles tun? Ich habe gesagt, es gibt verschiedene Guidelines. Und es gibt zum Beispiel die International Convention of Harmonization, die Guideline Q1A. Die sagt, okay, was musst du denn tun, wenn du so ein Arzneimittel neu entwickelst, um die Stabilität nachzuweisen. Und das Ding heißt A, weil es noch mehr davon gibt. Wir kommen gleich nochmal zur E. Aber diese A beinhaltet tatsächlich die Frage, die wir jetzt gerade hatten. Was ist mit der Temperatur? Wenn ich nachweisen möchte, dass sich das im Kühlschrank hält, was muss ich da alles für tun, um diesen Parameter zu beweisen? Was muss ich da alles für Lagerbedingungen machen? Und die Firma BioNTech hat diesen Impfstoff ja relativ schnell auf den Markt gebracht. Es gab ja ein Rolling Review, dass immer, wenn sie was wussten, sozusagen das gleich der Behörde gemeldet haben. Und es ging ja auch anfangs sehr gut, das heißt, das lief vom Laufband, das lief vom Band, wurde getestet und 3 Wochen später war das tatsächlich in dem Arm der ersten Patienten. Das heißt, ich brauchte tatsächlich nur eine sehr kurze Laufzeit und was auch gemacht wurde, Forscher wissen, dass RNA unstabil ist und bei minus 80 Grad war so eine Standardmethode und das wurde sozusagen schon nachgewiesen. Das heißt, wenn Sie mal unten schauen, Available Stability Data für den Transport von minus 90 bis minus 60 Grad, das heißt, das wussten Sie schon, dass der Transport zu den Patienten, zu den mobilen Impfteams bei diesen minus 90 bis minus 60 Grad funktionieren würde. Wenn wir mal ganz oben schauen, in den obersten Abschnitt, steht dann aber auch, dass die Firma bei der Einreichung schon gesagt haben, wir sind uns bewusst, dass das vielleicht nicht ganz optimal ist, wir sind dabei. Testing is currently in progress. Und sie haben tatsächlich damals schon gesagt, dass sie vorhaben, das bei minus 20 plus minus 5 Grad lagerfähig zu machen, dass sie dieses nachweisen möchten und das ist tatsächlich das Ziel gewesen, aber das war zum Zeitpunkt der Einreichung noch nicht bekannt. Das heißt, das dauert. Ja, wie lange dauert denn das? Ja, wenn ich wissen möchte, ob etwas 3 Monate hält, habe ich tatsächlich keine Chance, als es 3 Monate bei den Bedingungen hinzulegen und dann nachzuschauen, hat es denn diese Erwartung erfüllt. Das ist aber nicht nur die 3 Monate, das heißt, ich muss mir vorher überlegen, was passiert. Ich muss die Analysenmethode haben, ich muss die Daten mehrfach erheben. Ich muss ja wissen, ob das irgendwie so runtergeht oder ob das irgendwelche Inkontinuitäten hat, ob das sich lange hält und dann abbricht. Diese Eigenschaften brauche ich, das heißt, ich brauche relativ viele Daten. Ich muss das Ganze bewerten und ich muss tatsächlich das mit den Behörden dann kommunizieren und meine Packung dann ändern und so weiter. Also ich denke mal, für eine 3 Monate Haltbarkeit muss man 6 Monate einplanen. 7 Probenahmepunkte ist so die Datenlage, die allgemein verwendet wird. Also ich würde in dem Zeitraum 7 Analysen erstellen. Und das wäre jetzt mal frei erfundene Daten. Ich habe die Spezifikationen, ich gehe von 100% aus, habe eine gewisse Spannungsbreite, was meine Produktion angeht, also 100 bis 105% wäre meine obere Grenze. Und
aus dem, was wir jetzt in der Literatur gefunden haben, habe ich meine Erwartungen mal so ein bisschen moderat gestaltet. Das heißt, ich verspreche dem Patienten, dass er am Ende der Laufzeit noch 70% reine RNA bekommt. Sie sehen, in diesen fiktiven Daten ist jetzt die Analyse 10 Wochen lang durchgeführt. Und ja, kann ich jetzt schon sagen, dass das 12 Wochen hält? Das war ja so meine Überlegung. Das können, ja, wenn ich das so mal optisch überlege, könnte es sein, dass das noch hinkommt. Ja, als Patient könnte es sein, dass das noch hinkommt. Wollen Sie sowas kaufen? Nein. Also etwas mehr Auswertung, etwas mehr Statistik bitte an die Daten. Das Erste, was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist eine Trendlinie. Und Sie sehen schon, die Daten schwanken. Das heißt, die einzelnen Datenpunkte sind in Stein gemeißelt und sie haben eine gewisse statistische Varianz. Und die müssen wir natürlich noch näher betrachten. Und was wir jetzt schon sehen, diese Trendlinie wird tatsächlich das Ziel 70% auf jeden Fall reißen. Das heißt, hier mit dieser Datenlage können wir die Stabilität 70% Reinheit nach 12 Wochen nicht erreichen. Was ich auch noch ergänzen muss, das muss der Hersteller natürlich nicht nur einmal machen, das muss der Hersteller mindestens an 3 verschiedenen Produktionschargen machen. So, jetzt haben wir diese Datenlage und Sie sehen, es schwankt. Wie viel schwankt es denn? Das heißt, Sie sind jetzt auch noch verpflichtet, eine Vorhersage zu machen, wie gut denn die Daten ist, wie stark denn die Schwankung ist. Und die Ergebnisse sind jetzt so, sagen wir mal, erfunden worden, dass die Schwankungsbreite natürlich hier auf so einer Darstellung offensichtlich ist. Das heißt, Sie sehen, mit dieser Schwankung habe ich eine Vorhersagegenauigkeit rund um meine Trendlinie. Das ist diese weiße Linie mit den Punkten. Und in diesem Spannungsfeld liegen praktisch 95% der Daten bei einer üblichen Herstellung. Und dann sehen Sie schon, selbst bei meinem letzten Datenpunkt, 10 Wochen habe ich ja schon erhoben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Charge diese Anforderung nicht erfüllt, schon gegeben. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt der Hersteller, ich habe jetzt diese Datenlage. 3 Möglichkeiten. Erstens, ich sage, ist gescheitert. Ich kann tatsächlich diese Lagerung nicht nehmen, um das dem Patienten zu verkaufen. Es muss es bei minus 80 Grad weiterhin lagern. Zweite Möglichkeit. Ich sage dem Patienten, es ist nur 60% sauber, aber das ist trotzdem sicher, weil ich hatte in den klinischen Studien tatsächlich auch Chargen, die so schlecht waren. Also 60% sauber, das kann ich Ihnen verkaufen. Wir wissen, dass das sicher ist. Dritte Möglichkeit, ist nur 8 Wochen haltbar. Bei dem Produkt im Moment, wie schnell sich das verkauft, ist das kein Problem. Aber ist natürlich logistisch ein bisschen ungeschickt. Die meisten Hersteller würden eine Haltbarkeit von mindestens 6 Monate für so ein Produkt anstreben. So, jetzt habe ich eine dieser 3 Entscheidungen getroffen. Was mache ich als Nächstes? Ich lege die Lagerdauer fest. Ich lege die Anforderungen fest, formuliere das für mich. Melde das an die Behörde, passe die Zulassung an, passe die Packungsbeilagen an, melde das Ganze. Ich habe jetzt festgestellt, diese Lagerbedingung funktioniert für 3 Monate, 6 Monate. Das muss ich jetzt auf die Packung draufschreiben. Ja, und jetzt habe ich aber einen komplett neuen Wirkstoff. Und ich habe schon gesagt, die Guidelines, die es gab, bilden die nicht so wirklich ab. Und es sind ja noch viel mehr Wirkstoffe mit RNA unterwegs. Ich habe gesagt, neue Indikationen, Krebsmedikamente sind auf dem Weg. Und was ich jetzt persönlich erwarte, ist, dass die Behörden und die Hersteller jetzt in Interaktion treten und wir in absehbarer Zeit tatsächlich neuere Guidelines für mRNA-Wirkstoffe für all diese Indikationen sehen werden, wo natürlich die Hersteller so ein bisschen mehr an die Hand genommen werden und die Erfahrungen, die die Hersteller jetzt gesammelt haben, ein bisschen einfließen, was zukünftige Hersteller jetzt an Informationen liefern müssen. Ja, damit freue ich mich, dass ich Ihnen hier dieses Thema mal kurz darstellen konnte und freue mich, dass Sie zugehört haben und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.